Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack. Was ihr hier im Hintergrund seht, ist das gigantische, große Tor von Hogwarts. Ich habe mich hingesetzt, keine Kosten und Mühen gescheut, hier in Craft Attack ein gigantisches Tor einzubauen, welches nun zur Hälfte wohlgemerkt fertig ist. Ja, liebe Leute, ihr habt richtig gehört, zur Hälfte, denn es muss noch etwas beim Tor gebaut werden. Eine kleine Vorstellung, die ich habe. Aber erst, liebe Leute, schauen wir mal an, wie der Gründer von Hogwarts, Revi, persönlich auf dieses Tor reagiert. Boah, wie sick sieht denn das Tor aus? Das wird nochmal ein bisschen ja krasser designt. Ja, pass mal auf, das kann sich auch richtig öffnen. Soll ich mal draufdrücken? Nein. Warte, muss erst aktiviert werden. Und sieht das von hinten dann immer so aus? Von der anderen Seite können wir nochmal eine zweite Tür dahin bauen, wenn du möchtest, dass es von der anderen Seite auch geil aussieht. Geil. So brauchen wir noch mehr Platz, ne? Kriegen wir hin. Warte mal eben kurz, Revi. Ich schließe das mal eben an, dann kannst du es nämlich benutzen. Du hast die Ehre. Geil, fünf. Alter Joe. Warte mal. Eine Sache müssen wir hier machen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, Digga. Okay, feel free. Wieso hast du eine Weihnachtsmütze auf? Wo hast du die hier? Das ist Optifine. Hä? Ich habe auch eine Weihnachtsmütze auf. Ja. Ich will das nicht. Auf. Vielleicht feiere ich kein Weihnachten. Alter. Junge, was? Oh, Digga. Ich fall vom Glauben ab. Ich fall vom Glauben ab. Darf ich normal drücken? Ja, drück. Ne? Kannst du wieder zumachen, genau. Wieso höre ich keine Blöcke? Ich will das Pistengeräusch hören. Da musst du ein bisschen näher dran gehen. Ich kann das neu öffnen. Wenn du ein bisschen näher dran gehst, dann hörst du die ganzen Kolben. Machen wir. Achtung, 3, 2, 1, go. Boah, ist das sick, Mann. Und dann geht's rein, oder wie? Yep. Genau. Müssen wir mal gucken, dass jetzt nicht zu steil halt hier den Berg aufgeht, ne? Weil das Tor ziemlich viel flache Ebene braucht. Also ein zweites dahinter, dann geht's hier aber sehr, sehr steil hoch, ne? Der Weg ist schon so geebnet, dass man hier so, dass das schon kritisch jetzt wird von der Höhe, ne? Ja, Kroko, der Andy wird das Tor nochmal designen, dass das nochmal ein bisschen krasser aussieht von der anderen Seite, dass es so ein bisschen ins Baudesign reinpasst. Digga, das ist einfach nur insane. Ja, warte mal, Revi, es gibt noch eine Steigerung dessen. Das wollte ich dir nämlich eigentlich gezeigt haben, bevor ich das jetzt baue. Okay. Dafür spare ich nämlich die ganze Zeit jetzt Baumaterialien. Ich versuche mal ganz kurz hier im Discord Minecraft zu übertragen. Kannst du das sehen? Ich schau mal wieder rein, mein guter Freund. Gib mir einen kleinen Moment. So, jetzt sehe ich hier Stream anschauen. Perfekt. Ganz kurz auf Vollbild machen. So und jetzt geht's. Okay, ich habe mich nochmal hingesetzt und habe ein zweites Tor entwickelt für diesen weißeren inneren Teil. Ja. Das ist ein bisschen interessanter von der Technik. Es war nicht so riesig groß, aber hier passiert Folgendes. Es wird ein Gatter runtergelassen, dann klappt dahinter noch eine Mauer zu und das Ding ist so eine Art OP-Tor, was auch von der anderen Seite ziemlich geil aussieht. Und dann kann das Ganze auch hochklappen. Achtung. So ein bisschen so wie so ein Burgtor, was so eine richtige Festung ist. Alter. Klappt dann so auf. Dann kann man da durch. Das ist doch krank. Also es ist ja legit einfach nur krank. So, sieht von beiden Seiten auch noch ganz cool aus. Es soll halt Patrick sicher sein, ne? Wie krass. Und das wird das zweite Tor, was gebaut wird. Holy shit. Holy shit. Ja. Sehr, 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 sehr wild. Sehr, 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 sehr wild, wirklich. Danke. So, da bin ich wieder, meine Damen und Herren. Tor zu. Wie gesagt, geht es jetzt darum, dass an dem Tor noch etwas weiteres dran gebaut wird. Und ich habe mich, wie ihr vielleicht gerade auch schon in dem Clip mit Revi gesehen habt, hingesetzt und ein zweites Tor entwickelt. Ein etwas kleineres Tor für den eigentlichen burginternen Teil. Eine Burg ist ja oftmals aufgebaut wie eine Zwiebel, hat mehrere Schichten, in der Mitte die eigentliche Burg. Und dafür haben wir schon ein ziemlich dickes, fettes Tor jetzt hier vorbereitet. Dieses Tor gefällt mir gut, da es von beiden Seiten gut aussieht. Achtet mal darauf nochmal, wie es sich schließt. Ich finde, das ist wirklich, wirklich schön. Es ist eine Weiterentwicklung von einem Tor, was ich mal gebaut habe. Und ich finde, das sieht schon super nice aus, wenn sich das alles so verbarrikadiert und dann auch von der Animation her, wie es sich öffnet, sieht es wirklich elegant aus. Es macht einen guten Eindruck, muss ich sagen, das Tor.
Das gefällt mir äußerst gut, auch mit dem nach oben gehen. Und ich werde jetzt nochmal ein bisschen herumforschen, um auch das andere Tor, dieses riesengroße Tor, ein wenig zu verbessern. Das Ergebnis seht ihr im nächsten Cut. So ihr Lieben, um euch mal auf den neuesten Stand der Dinge zu bringen, das hier kennt man, wenn man sich so ein bisschen Mambo-Jumbo-Videos anguckt. Er hat ja ein Konzept vorgeschlagen, wie man es hinkriegen kann, dass man mit einer Flying-Maschine etwas Großes im Boden barren kann. Und das Konzept habe ich mir jetzt mal angeguckt, um zu verstehen, wie genau es funktioniert. Letzten Endes basiert das ganze Ding tatsächlich auf einem klassischen Flying-Apparat. Das heißt, einer ganz klassischen Flying-Maschine, die man immer so baut. Ich finde es süß, dass der Chat die ganze Zeit Hi YouTube schreibt. Ich mache doch noch nicht mal eine YouTube-Aufnahme gerade. So, Flying-Maschine, die so arbeitet, die einfach nur ein bisschen modifiziert ist, dass sie in Wirklichkeit so herum arbeitet. Ne? Der Observer hier muss gedreht werden. Und liebe Leute, mir ist gerade was aufgefallen. Ne? Als ich die Welt von Mambo Jumbo geöffnet habe, schaut mal, wer da steht. Schaut mal, wer da steht. Ich will ja nichts, ich will es einfach mal im Raum gestellt lassen. Meine Zuschauer wissen Bescheid, was hier los ist. Aktenzeichen XY ist bereits kontaktiert. Das wird eine spannende Folge. So, also letzten Endes haben wir das hier als Basis. Eine ganz normale Flying-Maschine, die jedes Mal, wenn es nach oben geht, hier einen Kolben verschiebt. Und hier muss noch einmal ein Input gemacht werden, dann kann das Ding rauf und runter gelegt werden. Und diese kleinen Einheiten können alle nacheinander nach oben gedrückt werden. Und damit können wir tatsächlich, diese kleinen Einheiten mit einem großen Einheit nach oben bewegen. Und die Idee, die wir jetzt, oder beziehungsweise die Idee, die ich jetzt für Craft Attack an der Stelle habe, ist folgende. Wir können das Ding nochmal nach unten fahren lassen. Ihr seht, das funktioniert wirklich sauber und ordentlich. Meine Idee ist, damit die Tür auch von der anderen Seite schön aussieht und auch die Öffnungsanimation umso krasser ist, werde ich diese Tür, die ihr jetzt gerade gesehen habt, in groß nochmal einen Craft Attack einbauen und zwar hinter die andere große Tür. Das heißt, das wird die krasseste Tür, die jemals in Craft Attack gebaut worden ist. Denn, wie gesagt, diese eine Tür, die wir jetzt gerade gesehen haben, werde ich jetzt hinter diese Tür bauen. Das heißt, wir werden jetzt hier in den Boden graben, werden das Ding einmal komplett dahinter bauen. Meine Damen und Herren, wenn das mal nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. Servus allerseits. Okay, ein paar Stunden Spielzeit später sind wir soweit, dass wir jetzt, glaube ich, den ersten Test machen können. Wir haben jetzt hier, ihr seht, nach unten hin diesen ganzen Flügel eingebaut. Und da oben habe ich einen Block gesetzt, der als Barrikade dient. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich jetzt diesen Notenblock hier anklicke, aber ich tue es einfach mal. Nein, wie unsatisfizierend. Nein, ich habe mich um einen Block verrechnet. Nein, nein. Nein, ich habe mich um einen Block verrechnet. Okay, das ist belastend. Okay, ich muss das jetzt ändern. Belastend, Leute. Das ist mal belastend. Okay, wir kriegen es hin. Eine Sekunde. Ich bin gespannt, Leute. Gut, das Tor müsste jetzt einen Block weiter nach unten gefahren sein. Genau. Jetzt können wir hier noch einmal das Element hier oben ändern. Okay, Element ist geändert. Das hier sitzt alles wieder. Kurze Kontrolle. Warum ist da Wasser? Warum ist da Wasser? Das gefällt mir nicht. Achso, das ist hier unten von der Mine. Ja, wir haben hier leider Probleme. Wir haben hier eine große Mine. Das heißt, wir werden... Genau, das passiert ständig hier. Ui, die hat ein bisschen Power. Darauf auf ihrem Bogen hier. So, das passiert hier leider ständig. Wir müssen hier diesen ganzen Teil jetzt ausgraben demnächst. Aber liebe Leute, das würde ich wahrscheinlich im nächsten Livestream machen. Aber erstmal kurz, damit wir einen Eindruck bekommen, was genau hier abgehen soll. Und zwar, wenn sich das Tor schließt, soll sich auf der anderen Seite dieses Element schließen. Ich zeig das am besten nochmal kurz, Revi. So. Dann gehen wir kurz eben noch zu Revi und zeigen dir das mal. Hallo. Warum? Revi. Hallo? Hi, Revi. Kann ich dir nochmal eine Kleinigkeit zeigen, bevor ich gleich gehe? Du kannst doch jetzt schon gehen. Alles gut, Joe. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Spaß, Joe. Hier, zeig her das Ding. Genau. Idee wäre jetzt folgende. Du sagtest, dass das Tor von der anderen Seite jetzt nicht so geil aussieht, wenn es zu ist. Meine Idee wäre jetzt folgende. Yeah. Bleib mal da stehen. Yeah.
Das Tor schließt sich. So. Mhm. Und gleichzeitig, während das Tor zugeht, passiert Folgendes. Und zwar fährt hier einmal ein Tor nach oben. Geil. So, und zwar auf der ganzen Breite natürlich. Das muss ich jetzt noch 11-mal dieses Element wiederholen. Finde ich dann geil. Ist da, dann hast du quasi ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke dickes Tor. Und wenn das Ding sich öffnet, geht auch, dann verschwindet dieses Teil komplett im Boden. Geil. Und gleichzeitig geht das Ding an. Hm? Wie kriegen wir denn das hin, dass wir jetzt die Straße da richtig in Terraform kriegen? Weil das ist ein bisschen arger Schnitt, ne? Sollte machbar sein. Sonst müssen wir die Straße ein bisschen abflachen. Spark, was man zum Beispiel machen könnte, was ich mir sehr, sehr geil vorstelle. Nicht abflachen, steiler machen. Halt. Nee, also ja, steiler machen. Aber hör mal, was halt, das wird Revi auch gut finden. Und zwar, wenn ihr hier, wie ich das jetzt mit Stein markiere, so eine Art Abfall baut, dass die Straße quasi so ein bisschen abfällt und hier eine Art Mauerempore entsteht. So ein bisschen ja, nach unten. Okay. Kannst du dir das vorstellen? Wenn man geradeaus reinkommt, die erstmal eine Mauer ist, wo es an den Seiten hochläuft. Genau, eine Mauer, wo es an den Seiten hochgeht. Das könnte, glaube ich, ganz cool aussehen, wenn das hier so, ne, dass ja, man so eine Schneise nach nee, oben läuft. Das geht eventuell. Da kannst du da auch Gebäude noch anbauen, finde ich, glaube ich, sieht ganz gut aus. Ich werde das heute Abend, also in der Aufnahme, morgen im Stream fertig bauen. Jetzt aber noch ganz kurz eine Frage, Joe. Yes, sir. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit mir und Trimax in einen geilen Club zu gehen, würdest du es machen? Kommt auf den Club an. Ein geiler Club. Wenn er gut ist, bestimmt. Der ist geil und gut, ja. Okay. Okay, gut. Spark, jetzt musst du mitkommen. Wenn Joecraft dabei ist? Finde ich so der Club-Guy. Ich weiß aber. Muss. Ja, aber es ist ja, es wäre eine einmalige Sache. Es wäre ja einfach nur, du tust ja damit auch uns den Gefallen, sag ich mal, ne? Was macht der Honigblock da? Gar nichts. Okay, gut. Flash berichtet. YouTuber zeigt aus Stretch-Limousine. Leute, ich verabschiede mich an der Stelle schon mal, ne? Hau rein, ne? Revi, Spark, ciao. Tschüss, bis bald. Do not touch. Okay, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Und zwar, wir müssen das jetzt nochmal eben trennen einmal, das Signal. Jetzt würde mich mal kurz interessieren, erstmal, ob überhaupt dieses Signal hier richtig verarbeitet wird. Das Ding geht runter. Aha, das dachte ich mir. Ah, oh Gott, war nur ein Serverleck. Boah, ich habe gerade schon einen kleinen Schreck gekriegt. Gut, und wieder auf. Auf tut's auch. Okay. Und runter. Fein. Das Tor wäre jetzt offen. Jetzt schließe ich mal das Tor. Ja, das hier braucht einen Tacken länger. Aber das Tor ist ungefähr im richtigen Intervall fertig. Holy shit, ist das krass geworden. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ungefähr den Eindruck. Also, während sich das Tor öffnet, sollte schon im Hintergrund dieses Ding runtergehen. Und, oh mein Gott, es ist zeitlich ziemlich passend, Leute. Habt ihr das gesehen? Es passt ziemlich gut von der Zeit her. Das heißt, ihr seht, das Ding ist kurz einen Moment später unten. Wenn das Tor zugeht, ist das genau das Gleiche. Okay, das ist schon lecker. Von der Technik her. Und da verschwindet gerade das hintere Torelement im Boden. Ah, das ist schon schnell, Leute. Das ist schon ziemlich schnell und ziemlich ordentlich. Absolut einverstanden mit dem Tordesign. Bin gespannt, was dann halt passiert, wenn wir dieses Element jetzt fortsetzen. Wie gesagt, was machen wir heute Abend im Livestream? Seid gerne dabei, ich freue mich auf euch. iOS 100 wird ja heute auch etwas länger streamen. An dieser Stelle schließe ich das Tor und sage, macht's gut, bis bald und ciao, Leute.